Hallo, mein Name ist Dorothee Schneider. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich zeige euch jetzt hier, wie wir mit den Pferden leben. Heute sind wir hier zu Hause bei Dorothee Schneider auf dem Gestüt St. Stephan in Framersheim. Von hier aus ist sie schon losgefahren Richtung London, Richtung Rio, Richtung Tokio. Wer weiß, was noch alles kommt. Da hinten reitet sie auf jeden Fall schon und da gehen wir jetzt mal hin. So, jetzt sind wir hier am Dressurplatz und Doro macht gerade ein bisschen Spaßprogramm mit ihrem totalen Galoppierwunder, nämlich mit Fausti. Hallo! Ja, Fausti kennen wir, glaube ich, alle. Ein absolutes Galoppiertier, den wir dieses Jahr ja schon bei der Euro sehen durften. Sag uns doch einmal, dieser Galopp von unten sieht aus, das ist abgefahren. Wie fühlt sich das von oben an? Noch viel abgefahrener. Ja, nee, also dieser Galopp ist schon gigantisch, weil er einfach immer im Bergauf vor allem hergaloppiert. Ich glaube, ich habe noch nicht ganz viele Pferde geritten, die so galoppieren wie Faustus. Das glaube ich sofort. Faustus ist natürlich einer, da steht Thomas Spaß direkt zwischen den Ohren geschrieben, glaube ich, wenn der morgens aufwacht. Erzähl uns 2, 3 Worte zu Faustus. Er kommt um die Kurve und hat einfach Aura. Das Pferd ist ganz besonders, hat so 2 Gesichter, aber im positiven Sinne. Also er ist unheimlich outgoing und will sich präsentieren, wenn er hier zu Hause ist. Hat Spaß an der Arbeit, macht immer Böckchen, ist einfach gut drauf und ja, gibt mir zu verstehen, dass er mich mag und dass er gerne mit mir arbeitet. Dann hat er aber auch Momente, wo er eher so ein bisschen der introvertierte Typ ist. Ihr wart schon bei der Euro dabei. Die Feuerprobe hat da schon bestanden. Was sind so die Pläne jetzt? Gut, Faustus hat ja die Ehre, auch im Championatskader zu sein. Auch noch mal aktuell berufen zu sein in den Championatskader. Er ist fit, er ist motiviert. Wir haben, glaube ich, uns noch verbessert. Wir haben jetzt auch über den Winter noch verschiedene Dinge aufgearbeitet, wo man einfach über die letzte Saison gesehen hat, da und da kann man noch ein bisschen schleifen, den Diamanten, und daran arbeiten und die Dinge verbessern. Und ich glaube, dass er da noch mal einen Schritt weiter gekommen ist. Erzähl so ein bisschen das Konstrukt hier in Framersheim. Wie viele Pferde hast du? Was ist so dein Daily Job? Wir haben hier 50 Pferde stehen, teilweise Pensionspferde ein paar, hauptsächlich aber Ausbildungspferde, noch 2, 3 Rentner, noch 2, 3 eigene Pferde. Und also das Hauptkonzept ist eigentlich auf der Ausbildung der Pferde. Und da legen wir morgens los mit einem Team von zwischen 12 und 14 Leuten um 6.30 Uhr. Dann wird erstmal natürlich Stall gemacht und dann geht's ans Reiten. Hab tolle Leute, hab ein tolles Team. Ohne das würde es auch gar nicht gehen, die mir immer wieder auch bei großen Veranstaltungen und sonst, wenn ich hier bin, den Rücken frei halten, den Unterricht aufsaugen, einfach was mitnehmen wollen von der Reiterei, die hier, oder das Ausbilden der Pferde in diesem Konzept, wie es hier stattfindet, glaube ich, sehr begeistert sind. Und das macht mir natürlich jeden Tag Spaß, dann auch so mit so einem Team loszulegen und dann hier die Pferde auszubilden und immer ein Schrittchen weiterzukommen und immer mit dem Wissen, die Pferde dürfen Pferd sein, außerdem gymnastizieren, dürfen sie auch mal chillen, dürfen mal aufs Paddock, dürfen auf die Wiese, jeden Tag. Das gehört einfach zu meinem Konzept und mir ist es super wichtig. Von hier aus
Fährst du nach Rio? Fährst du nach London zu den Olympischen Spielen? Tokio? Das ist ja schon ziemlich abgefahren. Wie wichtig ist es? Wirst du dann hier wieder geerdet in deiner Homebase? Oder welche Bedeutung hat das? Ich glaube, ich brauche gar nicht geerdet zu werden. Ich glaube, die Bodenhaftung habe ich in meinem Leben glücklicherweise noch nie verloren. Aber es ist wirklich so, dass ich komme gerne nach Hause. Framersheim ist mein Zuhause. Ich genieße das hier seit 1990. 2000 habe ich diesen Betrieb übernommen. Meine Eltern unterstützen mich, wo sie können. Sind jetzt 87 und 86 Jahre alt und fiebern einfach tagtäglich mit. Meine Mutter füttert abends noch Möhren, macht hier ihre Möhrenrunde. Ist natürlich auch eine super Rückmeldung für mich, wenn mal irgendein Pferd die Möhre nicht nimmt. Und die Pferde sind alle begeistert, wenn sie um die Kurve kommt. Und auch mein Vater sitzt mit der Deutschlandfahne vor dem Laptop und schaut die Prüfungen an. Und wenn ich dann nach Hause komme, kullern auch mal die ein oder andere Träne. Es ist einfach ja, ein grandioses Gefühl. Dein Vater war selbst Grand Prix-Richter, Reiterausbilder. Aber das mit dem Unterrichten bei dir, das finde ich sehr nett. Das sagst du immer mal wieder. Puh, das musste ich mir ganz schön hart erkämpfen. Wie war das? Ja, mein Papa, der war viel unterwegs und ich habe immer vor seiner Nase rumgefegt oder sowas, damit ich sozusagen ein Tauschgeschäft. Ich fege jetzt hier und dafür kriege ich nachher Unterricht. Nein, ich liebe es sowieso, wenn alles sauber ist. Aber ich musste mir die Reitstunden, ich habe das so formuliert, die auch erarbeiten. Das heißt nicht, dass mein Papa gesagt hat, du musst jetzt arbeiten, damit ich dich unterrichte, sondern ich wollte das. Ich wollte immer positiv rüberkommen für meine Eltern und zeigen, dass ich auch anpacken kann und dass ich was zustande bringen kann. Ich bin nicht immer rumgetanzt und habe irgendwas gemacht und habe dann gehofft, dass er dann mal vorbeikommt und mich ein bisschen unterrichtet. Doro, du hast das eben sehr schön erzählt, wie wichtig das ist, dass die Pferde sich wohlfühlen, dass die Pferd sein dürfen. Wir durften vorhin schon mal sehen, dass Pferde wirklich von oben bis unten im Schlamm paniert hier ihr Paddock genossen haben. Und da stehen auch welche drunter, die reitest du schon ganz lange nicht mehr, weil die einfach auch zu alt sind. Rentner haben hier wirklich, glaube ich, einen ganz festen Bestandteil bei dir. Ja, das muss ich wirklich sagen. Das ist auch ein sehr emotionales Thema für mich, weil ich finde, dass Pferde haben alle Leistungen gebracht. Ob sie jetzt ein Freizeitpferd gewesen sind oder ein Turnierpferd. Und sie haben alle auf ihre Art und Weise Leistung gebracht und ihr Leben gelebt. Und ich finde, wenn sie älter sind, dürfen sie nicht in der Ecke stehen. Ich finde einfach, dass sie, wir haben bei uns Pflegeprogramm, wir kriegen jeden Tag Wellness und werden geputzt und gewienert, kommen aufs Paddock, werden geführt. Du glaubst gar nicht, wie ein älteres Pferd, was jetzt nicht mehr im Sport ist oder nicht mehr jeden Tag geritten ist, stolz ist, wenn es am Putzplatz steht und richtig gewienert wird. Also wirklich so nach, die kommen sich richtig wichtig vor. Und mir sind sie auch wichtig. Und deswegen ist es für mich ganz besonders. Ich habe hier eine Stute, die schon 32 ist. Mein Kaiserkult ist jetzt 24. Und ich finde es einfach schön zu sehen, dass die Pferde ihr Alter noch genießen können und trotzdem gut im Lack dastehen, gepflegt werden und einfach sich ihres Lebens erfreuen. Sie haben Leistung gebracht und das sollen sie auch genießen. Doro, wir kennen dich als Reiterin von vielen, vielen Turnieren, Championaten, Olympischen Spielen. Wir sehen dich auch häufiger mal am Rand als Coach. Das machst du mit genauso viel Herzblut. Was ist so deine Philosophie beim Unterrichten? Dass das Paar einfach zusammenkommt. Also dass Reiter und Pferd zueinander finden und auch in einer Harmonie, dass der Reiter merkt, wie bewegt sich das Pferd unter mir, was habe ich für Problemstellungen, was habe ich für Vorteile, was kann ich rausarbeiten, wie gymnastiziere ich mein Pferd am besten, um die gefragten Dinge oder das, was ansteht für das Pferd, optimal vorbereiten zu können und das in Hand. Dass der Reiter mit dem Pferd zusammenfließt, einfach individuell beurteilt, was braucht mein Pferd, wie muss das Training aussehen und das dann mit aufs Turnier nehmen kann und diese mentale Stärke beim Pferd und beim Reiter eben auf dem Turnier dann auch ausleben kann. Das ist eigentlich ganz schön, dass du das nochmal mentale Stärke, eigentlich bist du beides, ne? Als Reittrainer glaube ich immer ein bisschen beides, Reitlehrer
aber auch Mentaltrainer. Fließt da mit rein? Absolut, weil wir haben ja auch Spannungsmomente. Es gibt ja auch auf dem Turnier Situationen, wo vielleicht auch ein bisschen Aufregung beim Pferd oder Aufregung beim Reiter dazukommt. Und ich glaube, dass wenn dann die mentale Gelassenheit beim Reiter auch da ist, um diese Situationen eben trotzdem einfach zu meistern, da ist ja auch ganz wichtig. Ich meine, ich reite auch besser, wenn es mir mental gut geht. Also wenn ich einfach in der Lage bin, mich auf mein Pferd zu fixieren und mich hineinzufühlen und selber mental positiv denke, dann kann ich auch dieses Positivdenken mit in die Prüfung nehmen, mit zum Reiten nehmen und dann eben dementsprechend dem Pferd auch dieses positive Gefühl vermitteln. Mentale Coolness, das ist schön, das merke ich mir. Wir haben dich beim Unterricht ein bisschen beobachten dürfen. Da hast du eine junge Dame trainiert. Erzähl uns ein bisschen was über sie. Das ist Berenike Dörr, kommt aus Baden-Württemberg, ist hier, um sich für den Preis der Besten dieses Jahr vorzubereiten. Wir müssen uns natürlich erstmal qualifizieren, aber für mich ein hochtalentiertes Mädel, was wirklich auch immer pro Pferd denkt. Ich liebe das ja. Einmal ausrichten das Genick und Hand wieder runter und vor. Maul nach vorne arbeiten wollen. So, genau. Und rechts wieder Führung. Einmal heben, ausrichten das Genick vor dir. So, und in die Hand rein. Genau. Jetzt machst du das Maul nach vorne reiten. Schön ausrichten zwischen beiden Zügeln. Gut. Und belohnen einmal. Hallo Doro. Hallo Kim. Ich habe hier was aufgebaut. Aha. Eins für dich, eins für mich, um ehrlich zu sein. Und ganz eigentlich würde da jetzt jemand sitzen. Jemand, der schon ganz, ganz, ganz lange in deinem Leben eine riesige Rolle spielt. Mit einem Kuchen auf dem Tisch. Nöp, ich weiß wer. Ich schätze, du ahnst wer. Aber sie kann leider nicht. Oh. Weil diese dämliche Pandemie, wenn ich so sagen darf, ganz viele Mitarbeiter krank gemacht hat und sie jetzt selber in ihrem Café Dienst hat. Hallo! Bianca! Nein! Hallo! Warum bist du nicht da? Der Pandemie geschuldet. Aha. Aber wir freuen uns, dass du trotzdem ein bisschen Zeit für uns hast. Bianca, ich glaube, es gibt niemanden, fast niemanden, der Doro so lange und so gut kennt wie du. Erzähl einmal ganz kurz, seit wann kennst du sie? Ja, um jetzt nicht unser Alter gleich zu verraten, sagen wir mal, wir kennen uns, seitdem wir 2 Jahre alt sind. Da bin ich auf den Hof gezogen mit meinen Eltern und da haben wir uns kennengelernt. Und von Anfang an hat es gefunkt? Ja, von Anfang an hat es gefunkt. Wir haben sehr gerne zusammen gespielt. Sehr gerne Leute geärgert, aber mehr dazu nicht. Sag uns doch, wir sagen Doro, sie soll einmal ein bisschen weghören. Verrat uns mal so eine kleine Schandtat aus eurer Jugend- oder Kinderzeit. Ui, da gibt's natürlich noch mal gar nicht. Nee, klar. Ja. Aber wir haben schon immer mal ganz gerne die Nachbarn geärgert und mal am Tage die Rolle hinzugemacht und sind dann abgehauen. Oder halt so Kleinigkeiten. Aber wir waren eigentlich sehr liebe. Wir waren, das habt ihr mitgenommen, oder? Ja, klar. Bianca ist ja auch ganz, ganz, ganz oft dabei, wenn du reitest. Ich habe einmal erleben dürfen, da hat Bianca gesagt, zu dem und dem Turnier kann ich nicht mitkommen. Da hast du gesagt, Bianca, das kannst du nicht machen, da brauche ich dich. Ja. Wie wichtig, was ist so wichtig an ihr für dich, an euch? Sie ist einfach ein super positiver Mensch. Das ist immer, die hat immer irgendwie einen Ausweg für alle Lebenslagen und ist immer, ja, steht schon die ganze Zeit hinter mir und unterstützt mich unheimlich. Und bei so Championaten ist es einfach schön, sie mit ihrem Optimismus und mit ihrer Unterstützung bei mir zu haben und einfach zu genießen, dass sie da ist. Kannst ruhig ein Tränchen verdrücken, macht gar nichts. Ja, aber ist schon genau auf den Punkt gebracht, ja. Bianca, wir haben dich ja zufällig, du hast dich zufällig vor einer wunderschönen Bilderwand platziert. Zeig uns doch mal vielleicht ein Lieblingsbild.
Also ich habe so ein bisschen unser ganzes, oder ja, nicht unser ganzes, Ausschnitte unseres Lebens habe ich hier einfach mal aufgehängt. Das ist mir sehr wichtig. Hier ist mein Arbeitsplatz und hier sind die Menschen auch, die ich mag. Dieses Bild liebe ich besonders. Ich weiß, es ist schon eine Zeit lang her, aber das Bild liebe ich deswegen besonders, weil es das verkörpert, was wir waren und was wir heute auch noch sind. Kleine Rotzlöffel. Ganz genau, kleine Rotzlöffel, die aber immer zueinander halten. Sehr cool. Ja, das zweite Bild, was ich euch zeigen möchte, da bringt sie mich wahrscheinlich um für, aber ich finde das mega cool, ja, ist so ein bisschen, ich kann das mal so schwenken, ne, früher, jetzt. Ja? Oh Gott. Gut, unverkennbar. Genau, unverkennbar und deswegen hält auch diese Freundschaft schon so lange, weil es unverkennbar ist, ja. Ich kann da auch gar nichts weiter zu sagen, was Doro gesagt hat, ist alles richtig. Natürlich gibt es ja auch eine Seite, warum ich mitfahre, nämlich weil es meine beste Freundin ist, weil ich sie vielleicht auch so kenne, wie sie nicht so viele Leute kenne, nämlich als absolut warmherzig und bodenständig, ja. Und ich weiß, dass das manchmal sehr schwer ist, emotional auf so großen Championaten, ja. Und deswegen versuche ich natürlich auch weiterhin so oft wie möglich zu kommen. Liebe Bianca, sehr schade, dass du nicht kommen konntest, aber Auftrag von dir, am liebsten isst sie Käsekuchen, den haben wir dann hier besorgt. Nächstes Mal hätten wir dann gerne einen von dir gebackenen. So machen wir es und euch noch ganz viel Spaß. Danke, liebe Grüße nach Freiburg. Tschüss. Ja, das war's leider schon. Wir waren zu Gast bei Dorothee Schneider. Das war schon unser zweiter Teil. Ich hoffe, wir dürfen noch mal wiederkommen. Sicher. Wir haben ganz viel über sie erfahren, vom schicken Shopping bis zum gemütlichen Dinner mit Ehemann, von der Traumhochzeit auf Mauritius und na klar von der besten Freundin Bianca. Und jetzt gönnen wir uns noch ein Stückchen Kuchen und sagen Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ist ja klar, oder? Dass das dann schön klebt.